Unser Sonnensystem, eine Sammlung von Bildern und Daten von Dr. Hans-Jürgen Alexi. Zum Vorwort. Liebe Freunde von Astronomie und allgemeiner Bildung, dieses ist unsere kosmische Heimat und sie ist wunderschön. Wir lieben unsere beiden irdischen Heimaten Deutschland und Europa mit ihrer fantastischen Geistes- und Kulturgeschichte und haben uns unser ganzes Leben lang um sie gesorgt, gearbeitet und bemüht. Wir nehmen jetzt einmal eine Auszeit von den deutschen Sorgen, frei nach Heinrich Heine, und beschäftigen uns mit unserer Heimat Erde und ihrer Nachbarschaft im Weltall. Ein kurzer Einschub: Der Vortrag ist wie immer naturwissenschaftlich basiert, erhebt aber keinen Anspruch auf berufliche Professionalität. Ich stelle zu jedem Himmelskörper einige charakteristische Bilder und Basisdaten zusammen. Der Text muss auch etwas abstrahieren, um anschaulich zu sein. Also, unser Sonnensystem besitzt einen Zentralstern vom Hauptreihentyp, unsere lebensspendende Sonne, und 8 Planeten sowie dazu 3 Zwergplaneten. Hier das Inhaltsverzeichnis zum Nachlesen und zur Orientierung. Ich habe den Vortrag in zwei Teile geteilt, damit jeder einzelne Teil nicht zu lange wird. Im Teil 1 versuche ich zu erläutern zunächst Gedanken zum Universum, zur lokalen Galaxiengruppe, zu den Galaxien im Allgemeinen und zu unserer eigenen Milchstraße. Danach folgt das Sonnensystem im Allgemeinen und unser Zentralstern, die Sonne, sowie dann die Planeten, beginnend von innen nach außen, also von Merkur bis zu unserer Erde und dem Erdmond Luna. Im zweiten Teil stelle ich vor den Mars, erneut die Planeten weiter nach außen bis zum Pluto, dann zum Kuipergürtel und zur Oortschen Wolke. Viel Freude daran. Unser Universum, von lateinisch gesamt, hat ein Alter von 13,8 Milliarden Jahren. Es ist im Urknall entstanden, jedenfalls glauben wir das nach der aktuell besten wissenschaftlichen Hypothese, und befindet sich seitdem in schneller Expansion. Das hat der amerikanische Astronom Edwin Hubble 1929 durch die Rotverschiebung der Spektren von Galaxien dokumentiert. Die kosmische Hintergrundstrahlung ist eine ubiquitär festzustellende schwache Mikrowellenstrahlung, die einen Nachhall des Urknalls darstellt. Der Zeitverlauf: Die erste Sekunde bis 3 Minuten nach dem Urknall. Es erfolgt die Ausbildung der Elementarteilchen und der Kräfte nach der Planckzeit. Nach 300.000 bis 400.000 Jahren war das Universum so weit abgekühlt, dass es durchsichtig wurde und Strahlung durchließ und damit das Licht entstand. Nach 200 bis 600 Millionen Jahren entstanden die ersten Sterne, die ersten Sonnen. Diese Grafik zeigt das schematisch sehr schön. Dieses berühmte Bild des Hubble-Weltraumteleskopes zeigt einen Ausschnitt des Universums in der Nähe des Sternbildes Orion. Es ist ein weiter Blick tief in das All hinein und damit auch weit zurück in der Zeit. Es zeigt viele Galaxien, also Spiralnebel, und die jüngeren Galaxien erstrahlen in weißem oder bläulichem Licht, die alten in rötlichem Licht. Die rasche Expansion des Universums wird gedämpft durch die Schwerkraft. Die Schwerkraft wird verursacht, soweit wir bisher wissen, durch die sogenannte dunkle Energie mit 73% und die dunkle Materie mit 23% sowie durch die sichtbare Materie mit nur 4%. Die Materie ist im Universum nicht gleichmäßig verteilt, noch nicht. Die Galaxien sind organisiert in Filamenten, von lateinisch filum, der Faden, in Superhaufen und Haufen von Sterneninseln. Zwischen den Filamenten liegen sogenannte Voids, von englisch leer, also große Bereiche, fast leer, fast ohne Materie, nicht ganz. Beides zusammen ergibt eine wabenförmige, spinnwebartige Struktur, die hier in der Grafik versuchsweise dargestellt ist.
Unsere nähere Umgebung im Universum besteht aus der sogenannten lokalen Gruppe, der lokalen Gruppe von Galaxien, also aus unserer Milchstraße, aus unserer Schwestergalaxie, dem Andromedanebel, hier ein schönes Bild, aus der kleinen und großen Magellanschen Wolke und vielen Zwerggalaxien. Hier ein Bild von unserer Schwester, von der Andromeda-Galaxie, in einem anderen Strahlengang im UV-Licht, von Herschel aus gesehen dem Weltraumteleskop. Da wir unsere eigene Galaxie ja nicht sehen können, so können wir nur auf diese Nachbargalaxie schauen und ähnlich wird unsere eigene Galaxie, die Milchstraße, auch aussehen. Man kann Galaxien oder Spiralnebel oder Welteninseln nach ihren Formen einteilen. Schon Edwin Hubble hat es getan. Es gibt Spiralgalaxien, Balkenspiralen, so wie unsere, linsenförmige, elliptische und irreguläre Galaxien. Diese letzteren entstehen als Folge von Kollisionen von Galaxien, also gewaltigen gegenseitigen Durchdringungen von zwei Welteninseln. Das Bild zeigt so etwas sehr schön. Das sind die Galaxien IC 820 links und IC 819 und werden genannt die Mäuse. Sie sind im Tanz der Galaxien im Begriff, miteinander zu verschmelzen zu einer irregulären Riesengalaxie und bilden dabei gezeitenarme Mäuseschwänze aus Sternen und Staub. Im Zentrum vieler Galaxien, aber wahrscheinlich nicht aller, bestehen massereiche schwarze Löcher. Sie machen sich bemerkbar durch gewaltige Abstrahlungen von Masse und Energie, die auf den Galaxien senkrecht stehen, also sogenannte Materiejets und Strahlenjets. Jetzt zu uns, zu unserer eigenen Galaxie, zu unserer Milchstraße. Das Bild zeigt ein seitliches Panorama, wie es ein extragalaktischer Beobachter wahrnehmen würde. Nach der Mythologie der alten Griechen ist die Milchstraße dadurch entstanden, dass die Göttermutter Hera in wütender Erregung einen Spritzer ihrer Milch über den Himmel verstreute. Unsere Milchstraße ist eine Balkenspiralgalaxie mit mehreren Armen. Und unsere Sonne liegt im Orionarm, einem ruhigen Nebenarm des Sagittarius-Armes. Unsere Sonne ist 26.000 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum entfernt. Der Durchmesser der Milchstraße beträgt 100.000 Lichtjahre, die Dicke etwa 3.000 Lichtjahre. Das Zentrum bildet eine Beule, englisch Bulk, von 16.000 Lichtjahren Dicke. Das Zentrum ist durch Staubwolken verdeckt und strahlt Radiostrahlung aus. Diese zentrale Strahlungsquelle ist ein schwarzes Loch, Sagittarius A. Hier eine andere schematische Darstellung unserer Milchstraße, die den Vorzug hat, dass zugleich die Lage unserer Sonne eingezeichnet ist. Also unser Sonnensystem liegt in dem Orionarm, einem kleinen Zwischenarm zwischen dem großen Sagittariusarm und dem Perseusarm. Manche Astronomen sind der Meinung, es sei eine besonders günstige Lage in einer sogenannten habitablen Zone, also einer ruhigen Zone innerhalb der Galaxie, was ich mit etwas Vorbehalt weitergebe. Man vermutet aktuell, Stand 2017, dass jeder Stern unserer Milchstraße im Durchschnitt von ein bis zwei Planeten umgeben ist. In unserer Galaxis gibt es vermutlich 100 Milliarden Sterne, also etwa 150 Milliarden Planeten. Das wären hypothetisch in einem Radius von 50 Lichtjahren um unsere Erde immerhin 1500 Planeten. Ein schönes Bild, was das visualisiert, dass viele Sonnen von Planeten umgeben sind, die für uns bisher unsichtbar waren. Jetzt gehen wir wieder eine Stufe tiefer, jetzt zu unserem eigenen Sonnensystem, zunächst im Allgemeinen. Unser Sonnensystem entstand vor etwa 4,6 Milliarden Jahren aus dem interstellaren Medium, also
aus einer großen interstellaren Gaswolke und Staubwolke. Es bedurfte aber eines Zusatzereignisses in unserer Nähe, wie zum Beispiel einer Supernova-Explosion mit ihrer Druckwelle oder eines vorbeiziehenden Sternes. Das führte zu Verdichtungen und Inhomogenitäten in der Materiewolke. Durch weitere Kontraktion als Folge der Gravitation und bei der notwendigen Erhaltung des Drehimpulses, wenn bereits vorher eine minimale Rotation bestanden hat, entwickelte sich daraus eine rotierende solare Scheibe oder protoplanetare Scheibe, hier im Schema dargestellt. Hier im Bild ist die Geburt einer jungen Sonne, eines jungen Sterns, die initiale Zündung künstlerisch dargestellt. Wenn sich im Zentrum dieser protoplanetaren Scheibe die Materie so stark verdichtet und die Temperatur so stark erhöht, dass im Kern 3 bis 5 Millionen Grad Kelvin, später und besser dann 10 bis 15 Millionen Grad Kelvin erreicht werden, dann beginnt die nukleare Zündung des Wasserstoffbrennens. Das heißt, 4 Protonen verschmelzen, fusionieren dabei zu einem Heliumkern und setzen zusätzlich Strahlung frei. Hier eine andere künstlerische Darstellung einer jungen Sonne und die umgebende Wolke aus Gas und Staub in dem jungen Sonnensystem mit chaotischen Zuständen. Zahlreiche Materieteilchen finden zusammen zu kleinen und größeren Gesteinsbrocken und Trümmern und diese kollidieren schließlich zu größeren Teilen. Das Bild soll noch einmal kurz in Erinnerung rufen, die Frühphase eines Planetensystems. Kurz nach der Entstehung der Zündung des nuklearen Feuers in der jungen Sonne ist diese umgeben von einer großen solaren Scheibe aus Staub, Gasen und Gesteinstrümmern. Über die lange Zeit kollidieren diese Trümmer miteinander und verschmelzen schließlich zu immer größeren Brocken, zunächst zu planetesimalen und Protoplaneten und schließlich zu den ersten jungen Planeten, die ihren Weg und ihre Bahn rund um den Zentralstern suchen und finden. Nun kommen wir zum Zentrum unseres Sonnensystems, zu unserer lebensspendenden Sonne. Unsere Sonne ist ein Hauptreihenstern, der seit etwa 4,6 Milliarden Jahren im nuklearen Feuer brennt und Licht und Wärme spendet. Sie hat noch nicht die Hälfte ihres Brennstoffes verbraucht. Sie wird noch weitere 5 Milliarden Jahre etwa brennen. Allerdings kommt es in einer Milliarde Jahre bereits zu einer Temperaturerhöhung, die das Leben hier unmöglich machen wird. Nun gut, 1 Milliarde Jahre sind 1000 Millionen Jahre und mit Mühe anzusehende menschliche Vorstufen, Vorfahren gibt es seit etwa 5 Millionen Jahren. Es kommt dann später, am Ende ihrer Entwicklung, zu einer Aufblähung zum Roten Riesen. Dann wird sie die äußeren Atmosphäre-Schichten und Hüllen als planetaren Nebel abstoßen und wird schließlich enden, unsere Sonne, als massereicher kleiner weißer Zwerg. Dieses schöne Bild im Röntgenbereich von unserer brodelnden Sonne mit dem nuklearen Feuer im Inneren sei das Hintergrundbild für einige theoretische Basisdaten. Der Durchmesser der Sonne beträgt 1.400.000 Kilometer, entsprechend 110 Erddurchmessern. Ihre Masse beträgt 333.000 Erdmassen. Die Masse der Sonne umfasst 99,86% der Materie der Akkretionsscheibe, der früheren solaren Scheibe, also fast die gesamte Materie. Der winzige Rest ist auf die Planeten verteilt. Ihre Rotationsdauer beträgt 25 Tage. Die Temperatur der Sonne beträgt im Inneren 15 Millionen Grad Kelvin, also gut ausreichend für das Wasserstoffbrennen, die Fusion. Und immerhin noch 5500 Grad an ihrer Oberfläche. Hier ein Bild von unserer Sonne mit Sonnenflecken. Die Sonnenflecken sind Bereiche an der Oberfläche, die wesentlich kühler sind, sie besitzen aber starke Magnetfelder. Noch ein Hinweis, die Entfernung von der Erde zur Sonne beträgt 150 Millionen Kilometer
Und das wird definiert von den Astronomen als eine astronomische Einheit, eine AE oder AU. Die Heliosphäre, das heißt der Sonnenwind und seine Auswirkungen, reicht bis 150 AE weit ins All hinaus. Der innere Aufbau der Sonne und von anderen sonnenähnlichen Hauptreihen Sternen wird durch dieses Schnittbilddiagramm recht gut angezeigt. Im Grunde kann man das Innere dieser Sterne gliedern in drei Regionen. Das Zentrum bildet den Kern, welcher etwa 15% des Volumens eines Sternes ausmacht. Hier bestehen unglaubliche Drücke, unglaubliche Dichten und Temperaturen von 14 bis 15 Millionen Grad Kelvin. Das ist ausreichend für die Fusion von Wasserstoffatomkernen zu Helium, aus denen diese Sterne ihre Energie gewinnen. Über dem Kern liegt die breite Strahlungszone, in welcher die Energie eben durch Strahlung transportiert wird. Oberhalb der Strahlungszone findet sich die Konvektionszone, welche selbst wieder 15% des Sonnenradius ausmacht. Hier wird die Energie hauptsächlich durch Konvektion, also durch Gasströme und nicht durch Strahlung, nach oben transportiert. Ganz außen finden sich die Chromosphäre und die Photosphäre mit ihren Erscheinungen wie Sonnenflecken, Korona, Protuberanzen und Magnetfeldlinien. Diese Montage soll die Größenverhältnisse noch einmal zeigen. Ein Ausschnitt von der Sonne mit Sonnenflecken und links davon unsere wunderbare blaue, aber winzige Erde im Vergleich zu der riesigen Sonne. Das Bild zeigt das dynamische Geschehen in unserer brodelnden Sonne. Immer wieder kommt es zu massereichen Auswürfen in ihrer Korona, in ihrem Strahlenkranz, hier im Bild einmal festgehalten. Besonders aktiv sind die Sonnenflecken und geladene Teilchen, die ausgestoßen werden, orientieren sich immer entlang der magnetischen Feldlinien weit in das All hinaus. Die Korona der Sonne, ihr strahlender Kranz, wird sonst von der Sonne selber überstrahlt und nur bei einer totalen Sonnenfinsternis, so wie hier, wird er zirkulär erkennbar. Jetzt gehen wir wieder eine Stufe weiter von unserer Sonne zu den Planeten, zunächst allgemein. Und hier einmal ein Textbild ausnahmsweise, um Merksprüche zu zeigen. Unser Sonnensystem besteht ja aus 8 Planeten und jetzt definiert aus 3 Zwergplaneten, Pluto, Ceres und Eris. Und die Merksprüche dafür könnten sein: Man vermehre eines Menschen Kummer in seinem Unglück nie, Punkt, Ende. Also Merkur, Venus, Erde, Mars, Ceres, für den größten Körper im Asteroidengürtel, Jupiter, ja, J statt I, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto und am Ende Eris. Früher war der Merkspruch, als wir noch 9 Planeten zählten: Mein Vater erklärt mir an, für Asteroidengürtel, an jedem Sonntag unseren 9 Planeten Pluto am Ende. Hier eine schöne künstlerische Darstellung unserer 8 Planeten, natürlich nicht in der Größenordnung maßstabsgetreu, beginnend mit links unten, Merkur nur halb dargestellt, bis zum Zentrum, Jupiter, der König im System, steht ganz oben, und rechts unten dann Uranus und Neptun. In diesem instruktiven Bild sind die Größenverhältnisse der Planeten richtig dargestellt. Dafür stimmen natürlich die Entfernungsangaben nicht. Ganz links ein Ausschnitt unserer riesigen Sonne. Dann kommen die 4 erdähnlichen Gesteinsplaneten: Merkur, Venus, Erde und Mars. Danach kommen die Gasriesen Jupiter und Saturn. Zwischen der Marsbahn und Jupiter ist kein Planet entstanden oder zerrissen worden, durch die Gravitationskräfte von Jupiter vermutlich. Dort gibt es nur den Asteroiden- oder Planetoiden-Gürtel. Rechts außen kommen dann die Eisriesen Uranus und Neptun. Und weiter außen kommt dann am Rande des Sonnensystems der Kuipergürtel mit Pluto, Eris und Sedna. Und ganz außen die innere und äußere Oortsche Wolke, hier schon nicht mehr dargestellt.
Das Bild zeigt sehr schön die Abhängigkeit der habitablen Zone, also der bewohnbaren Zone von Planetensystemen von zwei Faktoren. Erstens von der Entfernung des Planeten zu seinem Zentralstern und zweitens die Abhängigkeit des Lebens auf einem Planeten von der Leuchtkraft des Zentralsternes. Unsere Erde steht in einer Entfernung von einer astronomischen Einheit, einer AU oder AE, von der Sonne und liegt damit genau in der Mitte der habitablen Zone. Venus und Mars liegen bereits grenzwertig oder knapp außerhalb dieser bewohnbaren Zone. Bei sehr starken Zentralsternen wie in der Zeile 1 muss die Entfernung von Planeten natürlich größer sein zu ihrem Stern. Bei sehr schwachen Zentralsternen wie roten Zwergen in der unteren Zeile muss der Planet wesentlich dichter am Zentralstern stehen. Jetzt wollen wir von innen nach außen unsere Planeten nacheinander besprechen. Der innerste Planet, der erste Planet im System, ist unser Merkur. Merkur ist eine kleine und heiße Welt ohne Monde. Wegen seiner kleinen Masse und der Nähe zur riesigen Sonne hat der Merkur seine Atmosphäre verloren. Hier ein schon recht genaues Bild der Sonde Mariner 10 von unserem Merkur. Zum inneren Aufbau des Merkur. Merkur besitzt einen relativ großen und festen Eisen-Nickel-Kern, sogar mit einem schwachen Magnetfeld. Darüber folgt ein schmaler Gesteinsmantel aus Silikaten und eine dünne Kruste aus Basalt. Dieses bearbeitete Bild von Merkur möge als Hintergrundbild dienen für die Basisdaten des Merkur. Der Merkur hat einen Durchmesser von 4.900 Kilometern. Er besitzt nur eine Masse von 6% der Erdenmasse, also vergleichsweise sehr klein. Seine Umlaufzeit ist natürlich schnell. Er flitzt in 88 Tagen um die Sonne, wo unsere Erde 365 Tage braucht. Die Temperaturdifferenz ist hoch, von plus 430 Grad Celsius bis minus 170 Grad Celsius. Hier ein Bild von einem Merkurtransit, also einem Vorüberzug des Planeten Merkur vor der Sonne. Siehe der Pfeil. Links am Rande der Sonnenfleck ist schon viel größer als der kleine Planet. Jetzt eine wichtige Beobachtung. Wegen seiner Nähe zur Sonne ist der Merkur immer nur in der Nähe der Sonne zu sehen, also von uns aus immer nur in der Morgen- und in der Abenddämmerung. So wie übrigens auch die Venus. Wegen seiner kleinen Gestalt ist er aber eher unscheinbar. Hier nochmal ein Bild zum Vergleich zwischen dem kleinen und verbrannten Merkur und unserer großen und lebensfreundlichen Erde. Als nächster Planet unsere Venus. Die Venus, unser Nachbarplanet, ist die heiße, giftige Schwester der Erde und ohne Monde. Sie ist unser hell leuchtender Morgen- und Abendstern und nach dem Mond das hellste Objekt am Nachthimmel. Sie besitzt eine dichte, undurchsichtige Atmosphäre, wie man auf diesem Bild sehen kann, mit 97% Anteil des Treibhausgases Kohlendioxid und gelben Schwefelsäurewolken. In dieser heißen Höllenwelt besteht ein starker Vulkanismus. Das Bild zeigt den höchsten Vulkan der Venus, Mount Mons, immerhin mit 8 Kilometern Höhe, praktisch so hoch wie der Mount Everest. Daneben Lavaströme und wie wir gehört haben, aus den Wolken tropft die alles zerfressende Schwefelsäure. Zum inneren Aufbau der Venus. Im Zentrum besteht ein fester Eisen-Nickel-Kern, der nur ein äußerst schwaches Magnetfeld generiert. Darüber liegt ein Gesteinsmantel, welcher von einer relativ dicken Kruste bedeckt wird. Es findet daher auch keine Plattentektonik wie auf der Erde statt. Dieses Bild von einem Venustransit, also dem Vorüberzug des Planeten Venus vor der Sonne, sei das Hintergrundbild für die Basisdaten der Venus. Der Durchmesser der Venus beträgt 12.100 Kilometer, also fast so wie der der Erde.
Die Masse beträgt ebenfalls 82% der Erdmasse, ähnlich. Die Umlaufzeit ist 225 Tage. Die Temperatur in dieser heißen Welt beträgt plus 460 Grad Celsius. Noch ein Zusatz. Die Venus und der Uranus sind die einzigen Planeten, die linksdrehend sind, also aus linksdrehenden Wirbeln in der protosolaren Scheibe entstanden. Hier noch ein Blick auf die beiden Schwestern, die in der Größe und Masse fast gleich sind, aber sonst doch sehr verschieden. Der dritte Planet im System ist unsere eigene Erde, unser Heimatplanet, ein blauer Wasserplanet mit 70% Wasseroberfläche, mit der idealen Lage in der Mitte der habitablen Zone, also für unsere Lebensbedingungen optimale Voraussetzungen. Der Erdkern besteht aus festem und darüber flüssigem Eisen und Nickel. Durch die Rotation der Erde entsteht so ein Geodynamo, der ein Magnetfeld entwickelt, und dieses ist unser Schutz gegen den Sonnenwind mit seinen gefährlichen geladenen Teilchen, die nur an den Polen tiefer in die Atmosphäre eindringen und dort die eindrucksvollen Polarlichter erzeugen. Der innere Aufbau der Erde besteht aus konzentrischen Kugelschalen, deren Material eine unterschiedliche chemische Zusammensetzung und damit eine unterschiedliche Dichte aufweist. Die leichteste und von allen auch die dünnste Kugelschale ist die äußere, das ist unsere Erdkruste. Diese äußere feste Schale der Erde ist im Durchschnitt etwa 35 Kilometer dick. Sie wird in eine ozeanische Kruste und in eine kontinentale Kruste unterteilt. Diese Lithosphärenplatten, die kontinentalen Platten, schwimmen im Sinne der Plattentektonik auf dem zähplastischen äußeren Erdmantel auf der Asthenosphäre. Unter der Kruste liegt eben dieser Erdmantel und der wird unterteilt in einen oberen Mantel, eine Übergangszone, und in einen unteren Mantel. Ganz im Zentrum liegt der Erdkern als Kugelschale mit der größten Hitze und größten Dichte. Er wird unterteilt in einen äußeren Erdkern, der flüssig ist und aus Nickel-Eisenschmelze besteht. Diese flüssige Nickel-Eisenschmelze ist die Ursache für unseren Geodynamo, für unser irdisches Magnetfeld, das uns beschützt gegenüber der energiereichen Strahlung der Sonne. Im Inneren befindet sich dann ein fester innerer Erdkern aus ebenfalls Eisen und Nickel zusammengesetzt. Hier nur ein anderer schematischer Aufschnitt der Kugelschalen des Erdinneren mit dem Vorteil, dass auch die Tiefenangaben in Kilometern eingefügt sind. Hier ein schöner grafischer Vergleich des inneren Aufbaus der vier erdähnlichen inneren Gesteinsplaneten. Dabei zeigt sich, dass Venus und Erde doch relativ ähnlich sind im inneren Aufbau. Merkur und Mars weichen davon bereits ab. Merkur durch seinen relativ breiten Eisen-Nickel-Kern und der Mars durch seinen breiten Mantel aus Silikaten aus Gestein. Dieses Bild zeigt, dass unsere Erde ständig einem Strom von energiereichen geladenen Teilchen der Sonne ausgesetzt ist, dem sogenannten Sonnenwind. Diese Teilchen würden, wenn sie die Erdoberfläche erreichen, das Leben behindern oder sogar zerstören. Das Magnetfeld der Erde, das von dem flüssigen äußeren Eisen-Nickel-Kern erzeugt wird, schirmt uns davor ab. Die Teilchen können daher nur entlang der Magnetfeldlinien der Pole tiefer in der Atmosphäre eindringen. Dort erzeugen sie die Polarlichter oder Nordlichter, Aurora Borealis oder Aurora Australis in der Nähe der magnetischen Pole und bewirken durch Wechselwirkungen mit den Molekülen der Erdatmosphäre diese Lichtphänomene. Dieses Bild zeigt unsere Erde am Tage. Der Fokus sei auf die Kontinente gelegt. Die Erdkruste, die Lithosphäre, besteht aus Silikaten, also siliziumhaltigem Gestein, mit Anteilen von Magnesium und Aluminium. Die Erdkruste besteht aus mehreren kleinen und großen Platten, die auch die Kontinente tragen. Sie bewegen sich im Sinne der Plattentektonik, die im Grunde auf unseren Polarforscher Alfred Wegener zurückgeht,
auf den zähflüssigen Gesteinsschichten des oberen Erdmantels, der sogenannten Asthenosphäre. Dieses faszinierende Bild zeigt unsere Erde bei Nacht mit den von uns Menschen gemachten Lichteffekten. Zum Abschluss dieses schöne Bild von unserem Wasserplaneten Erde. Es sei das Hintergrundbild für die Basisdaten der Erde. Der Durchmesser der Erde beträgt 12.700 Kilometer. Die Umlaufzeit, wie bekannt, 365 Tage, ein Erdenjahr. Die Entfernung zur Sonne beträgt 150 Millionen Kilometer, was die Astronomen als eine astronomische Einheit, eine AE oder AU, bezeichnen. Die Temperatur schwankt zwischen minus 89 Grad Celsius in Sibirien gemessen bis plus 57 Grad Celsius im Death Valley in Amerika gemessen. Die Rotationszeit um die eigene Achse beträgt 24 Stunden, wie bekannt ein Erdentag. Die Neigung der Erdachse beträgt 23,5 Grad. Jetzt kommen wir zu unserem treuen und wichtigen Begleiter, unserem Mond. Die Erde ist der erste Planet, der einen Begleiter, einen Mond hat und dann gleich so einen schönen unseren Erdmond Luna. Unser Erdmond stabilisiert durch eine gebundene Rotation die Erdbahn und damit unser Leben. Damit ist gemeint, dass Erde und Mond sich gegenseitig umtanzen und immer dabei ansehen mit der gleichen Seite. Das hat man bei Himmelskörpern, die lange auf Bahnen umeinander kreisen. Die Mondberge, die Montes, sind hell und alt. Die Mondmeere, die Maria, wirken dunkel und sind jünger. Sie sind entstanden durch Lavafüllung von Kratern und von Senken. Zur Entstehung des Mondes gibt es die Hypothese von Theia. Die Mondmissionen haben gezeigt, dass die irdischen Gesteine und die Mondgesteine sich sehr ähnlich sind. Wahrscheinlich ist der Mond durch eine seitliche Kollision, nicht durch eine frontale Kollision, der jungen, noch plastischen Protoerde mit einem marsgroßen Objekt, das hypothetisch Theia genannt wird, vor etwa 4,5 Milliarden Jahren, also in der frühen Zeit der Entstehung, zusammengestoßen. Es ist Material herausgeschleudert worden und hat sich innerhalb von 1000 Jahren in der Erdumlaufbahn zu unserem Mond geformt. Es muss ein atemberaubender Anblick gewesen sein. Seitdem entfernt sich unser Begleiter langsam von uns. Dieses schöne Vergleichsbild von Erde und Mond sei das Hintergrundbild für die Basisdaten des Mondes. Der Erdmond Luna hat einen Durchmesser von 3500 Kilometern. Er hat eine Masse von 1,2% der Erdmasse. Und die Temperatur schwankt zwischen plus 130 Grad Celsius und minus 170 Grad Celsius. Wichtig ist jetzt folgende Eigenschaft der Bahnneigung. Die Mondbahn hat eine Neigung von 5 Grad zur Erdbahn. Daher kommt es nur selten zur Überdeckung zwischen Sonne, Erde und Mond, also nur selten zu Sonnenfinsternissen und Mondfinsternissen. Alle Generationen vor uns haben immer nur die Vorderseite des Mondes gesehen. Die Rückseite war für uns unsichtbar und gab Anlass zu Spekulationen. Die Rückseite des Mondes ist erst seit 1959 sichtbar geworden, am Anfang durch russische Sonden. Sie unterscheidet sich zur Vorderseite und weist viel weniger Krater auf. Ich verweise auch auf meinen Vortrag »Wer ist der Mann im Mond?« Das Bild zeigt einen sogenannten Blutmond. Dieser wurde früher gedeutet als schlechtes Omen, als Zeichen für kommende schlechte Zeiten. Das ist eine Erscheinung, die bei einer totalen Mondfinsternis auftreten kann. Das Bild sei das Hintergrundbild zur Geschichte des Mondes. Das letzte, sogenannte große Bombardement, dauerte von einer Zeit vor 3,8 Milliarden Jahren bis vor 3,3 Milliarden Jahren. Als Folge davon ist die Mondoberfläche zerschlagen und zertrümmert und von Regolith bedeckt. Das ist eine feine, pulverige Trümmerschicht von Sand und Staub, in die man einsinken kann. Sie ist über den Maria 2 bis 8 Meter dick und über den Terrae bis 15 Meter.
Die Impaktkrater wirken hell durch den Materialauswurf und enthalten geschmolzene Glaskügelchen. Zum inneren Aufbau des Mondes. Die Kruste enthält Kalium, seltene Erden und Phosphat. Die Zusammensetzung des Kernes ist unklar. Vermutlich besteht wie bei der Erde ein fester Eisen-Nickel-Kern und fraglich auch ein flüssiger Kern. Am Anfang besaß der Mond vulkanische Aktivitäten. Jetzt, nach seiner Abkühlung, gibt es keine gesicherten Nachweise mehr. Hier sieht man einen Halbmond mit der wandernden Tag-Nacht-Grenze. Diese wird Terminator-Linie genannt. Hier ist eine schöne Gegenüberstellung der großen Monde in unserem Sonnensystem. Bemerkenswert sind besonders die vier galileischen Monde des Jupiter, daneben die großen Monde von Saturn, Titan und von Neptun, Triton, und Charon, der Mond von Pluto, ist bemerkenswert, weil er halb so groß ist wie der Planet selber. Unser Erdmond Luna ist der fünftgrößte Mond im System. Zum Abschluss von Teil 1 noch einmal ein Blick auf unseren schönen, silbern glänzenden Mond. So erscheint er uns eben nur durch die Sonnenbestrahlung. In Wirklichkeit ist unser Mond dunkelgrau. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Freude an den Bildern und Gewinn an den Texten hatten, und verweise auf den Teil 2. Dieser behandelt dann den Mars bis zu den Grenzen unseres Sonnensystems. Dr. Hans-Jürgen Alexi.